um zu sehen, wie wir unser Dorf verschönern, verbessern, verbreitern, vergrößern und so weiter. Heute hatte ich mir vorgenommen, ja, einige Quests noch zu erfüllen, natürlich hier unsere Steuern zu bezahlen. Ja, ich denke, damit fangen wir auch erstmal an. Wir haben hier jetzt keine Quest, nein. Genau, dann wollten wir noch ein paar Werkzeuge mitnehmen zu verkaufen, damit wir vielleicht noch ein bisschen Talos zusammenkriegen. Man muss ja immer allen möglichen Heckmeck hier haben. Wir haben 5 Bronzemesser, 3 Bronzespitzhacken, die können wir eine nehmen wir mit, eine verkaufen, genau. Dann haben wir 4 Fischsperre, die behalten wir. Dann Holzstämme 18, Hopfensetzling 2, jetzt eine Filiole, nein, das bleibt alles hier. Kupferaxt 2, Kupferhacke können wir 2 mitnehmen. Es ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Hammer halten wir. Ah, genau, Kupferpfeile nehmen wir mit, aber eher für uns, falls wir nämlich wieder auf einen Banditen stoßen. Die beiden Langbögen nehmen wir mit. Lederleinsamen bleibt hier. Löwenzahn können wir ein paar mitnehmen. Metflaschen bleiben hier. Die kann man schön als Dekoration verwenden, auch wenn die halt hier nur 34% haben, aber die benutzt man nicht mehr. Da kann man die noch als Deko verwenden. Pelz bleibt hier, Roggen bleibt hier, das bleibt hier, Stöcker bleiben hier, Stroh bleibt hier, Säckchen haben wir 11, können wir ein paar von mitnehmen. 5. Tonflaschen, Tonkrug, Tonschale, Tonvasen, das bleibt alles noch hier, das ist noch nicht so viel. Weinflaschen können wir auch als Deko verwenden. Weizen müssen sie noch fertig machen und dann noch die Wolle. Gut, das war's. Mehr haben wir nicht, also düsen wir los. Wir haben soweit alles durch und ich habe mal wieder vergessen, meinen Wecker zu stellen. Wecker und ich spiele. Wecker, 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 da, Wecker. Jetzt habe ich ihn. Das ist nicht der Wecker, das ist die Stoppuhr. Ich möchte nicht sehen, wie schnell ich renne, aber wir müssen ein bisschen die Zeit im Auge behalten. So, dann gehen wir mal hier runter. Ja, guck, hier sind sie auch fleißig am Arbeiten. Das sieht doch wunderbar aus. Unsere Bäumchen wachsen auch prima. Da sind sie am Arbeiten. So soll es sein. Der Weizen steht auch wunderbar. Hier könnten wir auch dann noch mal einen Zaun setzen mit der Zeit. Aber jetzt rennen wir erstmal nach Piastovia. Ich hoffe, dass der gleich noch Brennholz macht. Das finde ich ganz nett. Eine Taube. Die Hirsche und die Rehe, die unseren Weg kreuzen. Hauptsache, es sind keine Banditen, die uns so einen Weg kreuzen. Aber damit werden wir auch fertig. Bis jetzt sind wir auch damit fertig geworden. So, da sind wir schon fast angekommen, weil wir jetzt geradeaus übers Wasser dackeln. Aber wir nehmen heute mal diesen Weg trockenen Fußes. Bald unsere Eselchen erwachsen haben, dann haben wir erstmal ein Reittier. Dann geht es ein bisschen schneller und wir können auch Sachen mehr transportieren. Dafür brauchen wir aber einen Sattel. So, da sind wir schon angekommen. Dann schauen wir mal, was es hier Schönes für Aufgaben gibt. Auf dem Weg zu ihrer Arbeit. Ich möchte erstmal zur Pinnwand.
gucken, was wir da Schönes haben. Was haben wir denn da? 2, 3. Feuer und Flamme für Pfeile. Abliefern. Bronzepfeile. 46 und Kupferpfeile. 53. Ja, wie lange hat das Zeit? Quest wird nach dieser Jahreszeit verfallen. Okay. Was für Zeit? Brett 2, Holzstamm und Stöcke. Ja, das kann man nehmen. Ist auch nach dieser Jahreszeit. Die auch. Das dauert ja nicht so lange. Und Kaninchen, ja. Das lassen wir lieber. So, dann wollen wir jetzt unsere Steuern bezahlen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo der wieder seine. Ich glaube, hier war das, ne? So war das mit diesem großen Haus. Ach, der rennt hier gerade rum, oder was? 27. Da ist das Häuslein von ihm. Vom Kastellan. Er ist aber nicht zu Hause. Dann ist er wahrscheinlich wieder neben Haus. Da sitzt er ja rum. Hey, du Schnorrer. Bist du gekommen, um Steuern zu zahlen? Ja, bitte, das sollte reichen. Wunderbar. Gespräch beenden. Gut, die Steuern haben wir fertig. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen Geld. Und verkaufen wir auch noch ein bisschen was. Is life treating you? Zeig mir mal deine Ware. Was hast du denn Schönes? Solche Dinge, alle wunderbar. Ich habe auch was für dich. Und zwar eine Bronzeaxt, eine Bronze. Ja, die Schuhe brauche ich noch. Eine Kupferhacke bzw. 2 Kupferpfeile, Langbogen, Pelzschuhe kannst du noch bekommen und ein Stroh und 5 Säckchen. Und 8 Verdorbenes, naja, nicht unbedingt. Das war's schon. Jetzt haben wir 3200, da können wir wieder ein paar Technologien Want freischalten. Take care. Ja, machen wir. So, dann rennen wir zurück und erledigen die Aufgaben, die wir angenommen haben. Und wir müssen eh Brennholz machen, sehe ich. Also müssen wir uns sputen, damit wir wieder zurückkommen. Ach ja, so ist das. Wenn man nicht alles alleine macht, dann kommt man zu nix. Schauen wir mal, was wir noch freischalten können. Vielleicht schon ein bisschen Deko mehr. Ich glaube, da fangen wir schon mal mit an und auch ein paar andere Zäune, dass wir verschiedene Zäune setzen können. Wir möchten ja nicht, dass unser Dorf langweilig aussieht, wir möchten ja, dass es schön aussieht. Aber jetzt dürfen wir gleich erstmal Bäume fällen, beziehungsweise Brennholz machen. Genießen die Stille des Waldes. Nur unsere Schritte sind zu hören.
Da kommen wir schon zu unserem Dörflein. Gehen wir gleich in die Ressourcenschuppen, in den Ressourcenschuppen natürlich. Und werden ein wenig Brennholz herstellen. Schmutzige Hände haben wir. Sich reichen doch nicht. Das ist zu wenig. Ein noch. So, packen wir erstmal da rein. 80 mal. Sollte vielleicht als kleiner Puffer wieder reichen. Nahrungsmittellager 2. Guck, da haben wir gleich was zu tun. Das heißt aber, wir brauchen Holz. Ah. Eine Bronzeaxt nehmen wir mit. So, und dann müssen wir, was hatten wir jetzt, Kupferpfeile wollten wir machen. Das heißt, wir müssen Kupfer schmelzen. Kupferbarren haben wir nur noch ein, Kupfererz 87. Da müssen wir auch in die Dings noch runter. I'm so glad I settled down here. Bronzepfeile 46, Kupferpfeile 53. No one can destroy the metal. The metal will strike you down with a vicious blow. Jetzt muss man Kupferbarren schmieden. Oh. Gut, dann andersrum.
erst was anderes machen. In die Mähne mähnen, in die Mähne gehen. Das heißt, wir brauchen die Bronze-Spitzhacke. Kupfer und Zinn. Das macht Sinn. Gut, dass wir bis zum Ende der Jahreszeit dafür Zeit haben. Das ist Eisen, ja. Wir nehmen erst den Zinn, die Steine lassen wir wieder hier. Danach schlagen wir den Kupfer daraus. Wenn euch das zu langweilig ist, dann spult er das eben vor. Ich lasse das jetzt aber mitlaufen. Weil das gehört ja nun mal zu unserem Spiel dazu. Ich werde aber versuchen, zügig zu sein. Aber ich möchte jetzt erst nur das Zinn haben. Das Kupfer, und das Kupfer ist ein bisschen mehr hier vertreten wie das Zinn. Ich weiß jetzt auch nicht, wie spät das ist. Das wird ja wahrscheinlich gleich in der Mine auch noch wieder richtig dunkel. Da ist noch Zinn. Wir fangen schon an, schwerer zu werden, wie ihr glaube ich seht. Das ist Eisen, das ist Kupfer, das ist Salz. Lassen wir an dem Feuerkorb mal wieder unsere Steine liegen. Das sind schon wieder 36. Eisen. Salz. Eisen. Kupfer. Eisen. Salz. Kupfer. Salz. Achso, da sind wir schon wieder am Weg nach draußen. Deswegen war hier nichts mehr. Dann gehen wir mal daher.
Da wollte ich hin, weil ich die Steine wieder loswerden will. Ein bisschen mehr Zinn. Letztes Mal habe ich wohl alle was übersehen. Das war Kupfer. Das sieht man. Hier ist gar nichts. Habe ich auch schon durchgegangen. Wenn wir gleich zurück im Dorf sind, werden wir aber erst nächtigen. Weil hier drin ist es immer so extrem dunkel dann. Das bringt ja nichts, wenn wir hier im Dunkeln rumtappen. So, bringen wir das schon mal weg, beziehungsweise wir können ja von dem das schon mal einschmelzen. Und die Bronze machen. So hell der Mond. Man kann sich kaum vorstellen, dass das der Mond ist. Wir wollten das gleich schmelzen. Aber es geht ja schnell beim Zinn. Gucken wir mal eben, was wir für die Pfeile brauchen. Bronzefall. Ach ne, die muss ich ja auch woanders machen. Die muss ich ja am Amboss machen. Was labert ich denn da? Und dann brauchen wir noch Kupferpfeile. Die sind da, ja. Klar, muss ja. So, da sind so Kupferwaffen. 10-mal, das brauchen wir Stock, Kupferbarren und Feder. Und für Bronze, Stock, Federn, so. Die Kupferbarren noch eben holen.
Federn und Stöckchen. Oh. Stöckchen und Federn. Licht anmachen. Bronzebarren machen. Da müssen wir gleich mal was trinken. Wir haben schon Durst. Dann brauchen wir 46. Haben wir zu wenig Feder mitgenommen. Fertig. Dann gehen wir hier rüber. I could really do with a drink. Ja, kriegst du gleich auch. Zwanzig haben wir jetzt. Jetzt muss der was mal was trinken. Und dann gehen wir, glaube ich, erstmal schlafen. Nein, erst trinken, dann waschen, dann schlafen. Man geht ja nicht mit schmutzigen Armen ins Bett. Ja, du kriegst doch was. Einmal waschen. Gute Nacht, schlaf gut und bis morgen, süße Träume. Hi. Na, how can I help you? Ach, das ist nett, danke schön. Eine Karotte. 100%, wir brauchen noch nichts. So long. So long. Naja, der Zwerg wächst auch. Gedeiht. So, dann brauchen wir noch ein paar Federn. Ziemlich schwer beladen. Oh, die brauchen wir noch. Federn, Kupferbarren können weg. Oh, den habe ich vergessen zu verkaufen. Oh, egal. Achso, die Steine haben wir auch noch mit. Und ein Zinnerz. Dann brauchen wir noch Federn. Und 10, ne, 20 nochmal. Oder 30 machen. Und jetzt gehen wir gleich noch Kupfer holen. Dann bauen wir die Kupferpfeile noch. So, das packen wir zurück. Jetzt können die nämlich wieder bauen. Die besonders, ja, die kommen wir raus. 22 Gramm. Das können wir gerade noch verschmerzen, oder? So, dann gehen wir jetzt Kupfer holen. Bong. Wir gehen aber erst was essen. Haben wir denn noch was fertig oder müssen wir schon wieder was anrichten? Die haben schon eine Rührei haben wir noch. Das heißt also, wir können bei der nächsten Rutsche auch schon wieder Essen vorkochen.
weil die hier zu blöd sind, Essen zu kochen. Na gut. Aber jetzt gehen wir erst in die Mine. Das ist wichtiger. Wir müssen die Aufträge erfüllen, damit wir Geld bekommen und Reputationspunkte. Kupfer. Das ist immer noch so dunkel hier, ne? Hier schon mal irgendwas übersehen? Ne, das ist alles. Eisen, Eisen, Salz, Gott erhalts, Kupfer. Hoppala. Nochmal Kupfer. Und am besten Fall müssen wir gleich die Steine fallen lassen, sonst werden wir zu schwer. Es ist Eisen. Salz, da ist mal Kupfer. Jetzt sind wir zu schwer. Ich meine, oh, das wird nix. Oder ich muss gucken mit dem Stein. Den lassen wir nochmal hier und dann können wir auch rausgehen. Sonst ist das nämlich zu schwer. So, dann gehen wir mal raus. Schmeißen wir das Kupfer ein und machen da dann die Kupferpfeile von, dann haben wir die Quest schon fast erledigt. Müssen wir nur noch die andere machen.
ich die Pfeile jetzt gleich fertig habe, dann werde ich das Video erstmal beenden, damit es nicht zu lang wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie wir die andere Quest dann machen. So machen wir das, oder? Pro Folge eine Quest und ein bisschen Kleinigkeiten, dann schaffen wir das alles schon. So, dann müssen wir noch hoch. Genau, wir wollten ja auch noch... Das machen wir auch in der nächsten Folge, den Schuppen fertig machen, ne? Den Ressourcen, ach, den Nahrungsmittelschuppen und noch ein bisschen Nahrung machen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt machen wir erstmal Kupferbarren und Kupferpfeile fertig. Und in der nächsten Folge machen wir dann den Nahrungsmittelschuppen fertig und kochen ein bisschen Nahrung. Wenn wir dann noch Zeit haben, aber denke ich ja mal, laufen wir noch rüber nach der Historia. Und dann schauen wir mal, was wir noch so alles anstellen können. Feldschuppen ist auch schon wieder mit irgendwas nicht einverstanden. Ja, ich wollte laufen. Kannst du mal an die Seite gehen? Nein, du sollst einfach mal an die Seite gehen. Dankeschön. Kupfer. Da fehlen mir jetzt Stöcker und Federn noch. Die holen wir nochmal eben. Federn. Federn haben wir gar nicht mehr. Und natürlich unsere Stöckchen. Das sollte reichen. Ich müsste eigentlich schon ein richtiges blaue Auge haben von dem Schuppen. Ich war noch nicht fertig hier, Eulalia. Dankeschön. Kupfer. Ich brauche 6, 3 und 5. So hot in here. I feel as if I'm about to melt into a meat bar. Werden wir fehlen gleich 3 Stück. Ja. Und warum fehlen mir 3 Stück? Weil ich wahrscheinlich keine Feder mehr habe. Eine Feder, ich glaube. Wir wollten sowieso nach unten, ne? Gehen wir mal zu unseren Hühnern und reißen denen ein paar Federn aus. Nein, natürlich nicht. Wir werden gucken, ob sie was im Stall liegen haben. Na, du Hahn. Und ihr Hennen, tappelt ihr alle nach draußen? Entschuldigung, stehe ich euch im Weg. Ja, eine Feder, da ist er ja. Das nehmen wir gleich mit. Ist zwar ein bisschen wenig, aber jetzt, wo wir hier so schon sind, können wir das auch mitnehmen. Don't wish it were easier. Wish you were better. Sind unsere Gänse schon gewachsen? Vermutlich nicht. Jetzt mal. Ja, die Esels haben auch mal Dreck gemacht. Ich glaub's ja nicht. Dankeschön. Und Dankeschön. Unsere Esel sind erwachsen. Das ist schön. Dann können wir einen Sattel herstellen. Und dann können wir bald reiten. Das ist prima.
blacksmith, whitesmith, it's all the same to me. I'm colorblind. Hello? Nee, ich wollte goodbye. Ich wollte noch Kupferwaffen bauen, und zwar Pfeile. Zweimal. Und ich habe eine Nachricht bekommen. So, jetzt haben wir 70 Pfeile, das sollte reichen. Den Rest tun wir jetzt wieder weg. Den Dom natürlich auch, den können wir aber online verarbeiten. I don't like rain. 30 Mal. It's coarse, rough, irritating and it gets everywhere. So, das sind schon wieder 40 Minuten. Oh, das kann doch gar nicht. Doch, ach ja, ich wollte ja beenden. Ja, gut, dann tun wir das auch jetzt so allmählich. So, dann würde ich mal sagen, mit dem Blick auf unsere Schmiede werde ich dieses Video hier jetzt beenden. Wir sehen uns in einer neuen Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst doch einen Link da, einen Kommentar oder ein Abo oder alles drei. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, dann ja, ich glaube, man kann auch so eine Glocke da anmachen, aber das weiß ich nicht. Aber die meisten sagen das in so einem Video immer, aber darüber würde ich mich natürlich freuen. Und ihr würdet keine Folge mehr verpassen. Ich lade regelmäßig hoch. An manchen Tagen 2 Folgen, an manchen Tagen 3 Folgen, an manchen Tagen nur 1. Das kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Ja, das wollte ich nochmal kurz sagen. Und dann sage ich ciao, tschüss, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Ciao, eure Tammy.